Hallo und herzlich willkommen bei HafenTV. Der St. Pauli-Elbtunnel ist eines der Wahrzeichen von Hamburg. Er verkörpert einen Teil der Hamburger Geschichte, ist eine beliebte Sehenswürdigkeit und ein schneller Verkehrsweg zur Elbquerung innerhalb der Stadt. Seit 2010 wird die östliche Tunnelröhre aufwendig saniert. Für die Hamburg Port Authority stellt diese Erneuerung und der Erhalt eine bautechnische Herausforderung dar. Denn erst jetzt zeigt sich der tatsächliche Sanierungsaufwand und der ist erheblich. Mit großer Sorgfalt, einem hohen Kraftaufwand und äußerster Präzision bewältigen die Tunnelspezialisten die komplexen Sanierungsarbeiten. So sieht der Tunnel nach der kompletten Entkernung aus. Knapp 1700 ringförmig gebogene Stahlträger, die miteinander vernietet sind, zeigen eindrucksvoll die Tunnelbauweise vor über 100 Jahren. Und nach dieser langen Zeit wurden die Alterserscheinungen deutlich sichtbar. Viele Nieten und Schraubverbindungen waren undicht. Wasser drang ein. Auch viele Bleifugen zwischen den einzelnen Stahlelementen sind porös und wasserdurchlässig. Wir hatten die Möglichkeit, einen Tag die komplizierten und sehr aufwendigen Sanierungsarbeiten zu dokumentieren. Hartmut Gref, der Projektleiter der Hamburg Port Authority, und Jan Köpke von der Ingenieurgesellschaft von Liebermann begleiten uns in die östliche Röhre. Aber einfach reingehen geht nicht. Nur mit einem Schutzanzug darf der Tunnel betreten werden. Was könnte denn passieren, wenn wir die nicht tragen? Ja, also Blei ist giftig, wenn man das über die Schleimhäute aufnimmt. Deswegen muss man vermeiden, dass man das über den Mund aufnimmt. Deswegen müssen wir Atemschutz tragen und entsprechende Einwegschutzanzug, damit wir das nicht aus der Röhre raustragen. Regelmäßig wird die Einhaltung der Bleigrenzwerte vom TÜV überwacht. Nur am Anfang der Abbrucharbeiten sorgten erhöhte Bleiwerte für einen zeitweiligen Baustopp. Aktuell liegt alles im grünen Bereich. Die Staubbelastung, die wir haben, hält sich in Grenzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie permanent sich da den Bleipartikeln auszusetzen haben. Es ist eine Schutzmaßnahme und dafür sind die Anzüge, sind ja auch sehr leichte Anzüge. Ja. Dafür ist das gut, ja. Der Anzug sitzt, die Atemmaske ist aufgesetzt. Okay, jetzt glaube ich, sind wir bereit. Auffällig sind die Wasserpfützen am Tunnelboden zwischen den Stahlringen. Ein Ring ist jeweils aus 6 Elementen zusammengesetzt. Diese Abschnitte werden auch Tübbinge genannt. Ja, das ist der Grund der Sanierung, dass Undichtigkeiten in der Tübbingkonstruktion sind, sodass Wasser eindringt. Und das soll nach der Sanierung natürlich weitestgehend ausgeschlossen werden. Wir bauen nachher wieder eine Konstruktion, die auch mögliche Undichtigkeiten wieder aufnehmen kann, sodass das Wasser dann abgeführt wird. Ja, der Umfang hat sich dadurch geändert, dass wir deutlich mehr Undichtigkeiten hatten als in der Planungsphase vorgesehen, sodass man deutlich mehr Arbeiten an der Stahlkonstruktion ausführen musste, wie Schraubentausch, Nietentausch oder das Nachverstellen von den undichten Bleifugen. Insgesamt 3600 Schraubverbindungen müssen ausgetauscht werden. Diese Schadstellen konnten erst nach der kompletten Freilegung der Stahlkonstruktion ausgemacht werden. Das war aber nicht die einzige negative Überraschung, die Hamburgs Wahrzeichen für die zuständigen Baufirmen parat hielt. Es werden sogenannte Schweißkästen aufgebracht. Es gibt Stellen in der Tunnelwandung, bestimmte Nippel, die also im Laufe der 100 Jahre doch korrodiert sind. Und weil wir die nicht austauschen können, wir können ja nicht nach außen bohren, das ist ja das, was wir verhindern müssen, damit das Wasser nicht eindringt, werden einfach Schweißkästen über diese Nippel rübergesetzt, um die Stelle endgültig abzustichten. Diese Verpressnippel sind unregelmäßig an der Konstruktion verteilt. Daher konnte vorher nicht abgeschätzt werden, wie viele davon sanierungsbedürftig sind. Eine weitere, sehr aufwendige Kontrolle war die Überprüfung der einzelnen Nieten. Wir haben hier ungefähr 200.000 Niete, die werden alle im Einzelnen geprüft, ob die dicht sind. Und wenn die undicht sind, werden die entsprechend nachgearbeitet. Und zwar müssen hier die undichten Niete, die durch die Tunnelhaut durchgehen nach hinten, die wir nicht austauschen können, aufgeweitet werden, um wieder abgedichtet zu werden. Oh. Dazu muss in einem ersten Schritt der Nietkopf abgebohrt werden und dann entsprechend zentral eine Bohrung gesetzt werden, die dann mit einem Keil aufgeweitet wird. Und so werden dann die nach hinten durchgehenden Niete abgedichtet.
Bevor wir den Spezialisten für die Bleifugen über die Schulter gucken, lohnt sich ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Vor einem Jahrhundert stellte der Bau der Elbquerung die rund 4000 Arbeiter vor große Herausforderungen. Etwa die Hälfte der Strecke von Steinwerder aus führte durch wasserdurchlässigen Sand. Für den Bau unter Tage wurde Druckluft eingesetzt. Der Überdruck sollte das Wasser abhalten. Jede der beiden Röhren wurde mit jeweils 400.000 Keramikkacheln ausgekleidet. Im Elbtunnelmuseum, das nur einen Steinwurf vom Eingangsportal auf der Steinwerder Seite entfernt liegt, wird die Geschichte des historischen Bauwerks eindrucksvoll dargestellt. Zum 100-jährigen Jubiläum im September 2011 wurde der St. Pauli-Elbtunnel von der Bundesingenieurskammer zum historischen Wahrzeichen der Ingenieursbaukunst in Deutschland gekürt. Zurück in den Tunnel. Nachdem wir bereits die Arbeiten an den Schrauben, Nieten und Verpressnippeln gezeigt haben, kommen wir nun zu der aufwendigen und sehr schwierigen Sanierung der Bleifugen. Man ist damals davon ausgegangen, durch Erkundungsöffnungen, die in den Röhren gemacht wurden, dass ca. 5000 Meter Bleifugen undicht sind und zu erneuern sind. Und die jetzigen Erkenntnisse sind, dass das ungefähr 15.000 Meter sind. Und das von ca. 42.000 Meter Bleifugen insgesamt, die wir hier in der Röhre haben. Die Undichtigkeiten treten vor allem an den Stoßpunkten auf, dort, wo die Querlaschen angebracht sind. Das alte Fugenmaterial wurde herausgestemmt bis zu erforderlichen Tiefen von 8 oder 12 mm. Die Gesamtbleiverstemmung hat eine Tiefe von 3 cm. So, und dann wird das eben neu verstemmt. Und insbesondere an diesen Kreuzungspunkt, wo die Laschen aufgebracht ist, muss darauf geachtet werden, dass das immer so lagenweise übereinander eingebracht wird. Eine schwierige, aufwendige Arbeit, die auch erfordert, dass jemand sehr viel handwerkliches Geschick hat. Eine Sache, auf die wir sehr geachtet haben, dass das auch die geeigneten Handwerker sind, die so etwas machen. Einer von ihnen ist Steffen Wolkig. Mit einem sogenannten Nadelhammer werden die undichten Bleifugen bearbeitet. Und diese Arbeit ist sehr zeitintensiv. Pro Schloss ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Dabei hat ein Stahlring 6 Schlösser bzw. Laschen. Diese Fugenarbeit muss dann bei 1700 Stahlringen wiederholt werden. Die Herausforderung beim Blei ist zum einen, dass das eine Methode gewesen ist, die natürlich vor 100 Jahren eingesetzt worden ist. Die denkmalgerechte Sanierung verursacht. Wir müssen genau so wieder die Fugen herstellen, wie sie waren. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich, die Fuge muss dicht sein. Also es muss nicht nur denkmalgerecht, sondern es muss auch dicht sein. Es hat natürlich auch Überlegungen gegeben, andere Materialien einzusetzen. Die beauftragte Firma hat auch einen Vorschlag unterbreitet. Man könnte unter Umständen auch mit einer elastischen Beschichtung das Gleiche erreichen, die Fugen dichten. Das kann man sicherlich auch. Unsere Befürchtung ist nur einfach die, dass durch diese elastische Beschichtung, die einfach nicht zu diesem alten System passt, denn das Blei bleibt ja überwiegend drin, dem Tunnel mehr Schaden zugefügt wird und unter Umständen dann Rostschäden auftreten in 5 oder in 10 oder in 15 Jahren, die man nicht hat, wenn man bei diesem alten System bleibt. Für viele Tunnelarbeiter ist der schwierige und kräftezehrende Job etwas Besonderes geworden, berichtet mir Hartmut Gref. Sie wissen, dass sie am Ende der Sanierungszeit dem St. Pauli-Elbtunnel wieder neues Leben eingehaucht haben. Und dass er mindestens ein weiteres Jahrhundert vielen Menschen von großem Nutzen sein kann. Wir sehen das ja auch im Sommer, sobald das Wetter jetzt wieder schön wird. Wir haben hier Touristenströme in der Nachbarröhre und auch in den Schachtengebäude. Leute, die einfach wahnsinnig neugierig sind und sehen wollen, was wir hier machen. Es ist einfach eine Hamburgensie erster Güte und insofern tut es auch gut, diese Arbeit machen zu können. Ja. Und wie schon gesehen, steht die Sicherheit und vor allem die Gesundheit der Tunnelarbeiter an erster Stelle. Auf eine engmaschige ärztliche Betreuung wird viel Wert gelegt. Es gibt also zum einen ärztliche Untersuchungen, das sogenannte Biomonitoring. Die Leute werden regelmäßig untersucht, Blutuntersuchungen finden statt in regelmäßigen Abständen. Und vorher haben wir natürlich
durch Luftmessungen sicherzustellen, dass die Bleibelastung bestimmte Werte nicht überschreitet. Nach gut 4 Stunden in der östlichen Röhre verlassen wir den Tunnel durch die Sicherheitsschleuse. In den kommenden Monaten werden noch weitere Arbeiten aufgenommen, die ursprünglich nicht geplant waren. Die HPA hat sich entschieden, entgegen der ersten Überlegungen, auch den gesamten unteren Teil des Tunnels samt Fahrbahn zu erneuern. Also der untere Teil vom Tunnel, der wird auch komplett erneuert. Das ist der Begriff Straße. Das ist ungefähr 25% von der gesamten Tunnelauskleidung. Der wird erneuert, sobald die Wand- und Gewölbekonstruktion wieder aufgebaut ist, im Rohbau, weil wir dann wieder den Ballast drin haben, den wir brauchen, damit wir kein Auftriebsproblem kriegen. Und erst dann können wir die Straße ausbauen und wieder erneuern. Viele dieser Maßnahmen, die die aufwendigen Sanierungsarbeiten betreffen, haben Mehrkosten verursacht. Für die östliche Röhre rechnet die HPA mit Kosten von rund 31 Millionen Euro. Was die Kostenentwicklung angeht, muss man natürlich darauf hinweisen, wir haben ein 100 Jahre altes Bauwerk. Bauen im Bestand ist etwas anderes, als wenn man irgendwo einen Neubau erstellt, wo man eigentlich nur das Risiko des Baugrundes hat, weil man nicht weiß, was sich im Grund befindet. Wir haben hier ein 100 Jahre altes Bauwerk und waren vorher lediglich in der Lage, stichprobenartig den Ist-Zustand sich anzugucken. Die Gesamtsituation sieht man erst, wenn auch das gesamte Bauwerk entkernt ist. Das heißt, man kann an den eigentlichen Kern des Tunnels vordringen, die 1681 Stahltübinge. Und erst wenn man das sehen kann, kann man eine saubere Bestandsaufnahme machen und kann die Arbeit leisten. Man muss dazu sagen, natürlich hat sich das entwickelt. Natürlich wissen wir heute Dinge, die wir vor einem halben Jahr oder ein Jahr nicht wussten. Andererseits muss man sagen, jeder, der in den Tunnel kommt, ist beeindruckt von dem Gesamteindruck des Bauwerkes. Der Gesamteindruck ist einfach relativ gut. Wir haben eine gute Bausubstanz insgesamt. Es lohnt sich einfach, diese Arbeit zu erledigen, weil man dann weiß, danach ist wieder 100 Jahre Ruhe und danach kann der Tunnel wieder 100 Jahre benutzt werden. Schlimmer wäre ja gewesen, dass wenn man festgestellt hätte, man hat entkernt und man muss sagen, also der Tunnel wäre so marode gewesen, dass es sich nicht gelohnt hätte, diese Arbeit zu machen. So können wir sagen, wenn wir hier fertig sind, hat Hamburg wieder 100 Jahre seinen Elbtunnel. Der Sanierungszeitplan sieht vor, die Arbeiten an der östlichen Röhre bis Anfang 2016 abzuschließen. Die zweite Röhre soll im Anschluss bis Anfang 2019 fertiggestellt werden. Ebenfalls fällt dann eine Investitionssumme von etwa 31 Millionen Euro an. Das Ziel ist die Wiederherstellung des Erscheinungsbildes von 1911. Nach dem Ende der Sanierungsarbeiten ist das gesamte Bauwerk wieder fit gemacht für viele kommende Generationen. Im vergangenen Jahr haben rund 750.000 Fußgänger, 120.000 Pkw und 100.000 Radfahrer den St. Pauli-Elbtunnel passiert. Daran lässt sich erkennen, welche Bedeutung und welche Anziehungskraft er hat und wie wichtig es ist, ihn langfristig zu erhalten. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen. Bis dahin, tschüss.